So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Das Elite Last Chaos. Weiter geht's. So, drei Level brauchen wir noch. Schaffen wir heute natürlich nicht. Das ist irgendwie logisch. Weil irgendwie, ja. XP-mäßig, ne? Ja, wie gesagt, manche denken, ich habe massig Gold oder so oder was weiß ich oder Cash oder so. Nee, habe ich nicht, weil muss ich jetzt noch mal erwähnen. Ich kann echt nicht jeden Tag online sein wie andere. Und ich bin echt bloß in den Aufnahmen online. So, dann wurde ich ein bisschen Cash. Also, was man so alle 12 Stunden worten kann, das mache ich. Manchmal vergesse ich das dann auch zu worten und dann ja noch weniger Cash. Und ja, goldmäßig bin ich auch nicht gut aufgestellt. Ihr seht es ja selber. Ja, weil ich bin nicht jeden Tag online. Ich kann das nicht jeden Tag online sein. Ich ja. Andere YouTuber können das vielleicht machen oder so. Und ja, zocken und so und jeden Tag zocken. Nee, kann ich nicht. Ich kann echt bloß online sein, wenn ich ja, die Zeit dafür habe und Videos mache dafür, für den Server. Oder für LC halt. Weil erstens habe ich noch andere Projekte. Und ja, die müssen auch noch gestemmt werden, irgendwie und so. Und irgendwie redet der eine dann immer von Euros. Ja, wo soll ich es denn hernehmen, ne? Soll ich es mal aus der Tasche schütteln oder so? Ihr habt es gerade wieder gelesen. Ja, soll ich es mal aus der Tasche schütteln? Freilich, klar. Also echt, ihr Lieben, also sowas mag ich nicht. Also ihr seht es selber. Also das bleibt auch, das schneide ich auch nicht raus. Das könnt ihr selber dann sehen. Na, das schneide ich nicht raus. Ja, ich bin ein Mensch, der arbeiten geht, ne? Und ja, auch nicht so die Welt verdient und so, aber sein Zeug zusammenhält, um euch zu bespaßigen, sag ich mal. Zwecks, dass ich mir dann mein Zeug zusammenspare für, ja, für einen guten PC oder irgendwas sowas, ne? Ja. Ich bin kein reicher YouTuber. Bin ich jetzt gerade wieder sehr enttäuscht, dass dann solche Nachrichten kommen. Ne? Aber ne, jo. Ihr könnt es ja selber alle lesen. Also wie gesagt, sowas schneide ich nicht raus. Ihr könnt es selber lesen und so. Und ja, hast du nicht gesehen. Ja, wenn ich das jetzt hier alles, wenn ich es hochgeladen habe und so, werden wahrscheinlich wieder 1000 Dislikes kommen oder so, was weiß ich. Sind ein paar davon. Aber es ist halt so, ne? Nur weil ich hier YouTube machen tue und
fast 200 Abos habe, tja, weiß ich nichts, also geldmäßig. Daher bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, wenn solche Aussagen kommen. Gut, dann noch zwei Delle einsammeln. Ja, wie gesagt, ihr seht das ja selbst, ihr könnt es ja selber lesen. Bildet eure Meinung darüber. Echt jetzt bloß noch 9 Minuten. Na gut, war ein kurzes Video. Noch 9 Minuten. Ja, ich. Also. Bin ich sehr enttäuscht. Bildet eure Meinung, wie gesagt, darüber, aber ich bin da gerade jetzt sehr enttäuscht. Also mache ich jetzt echt bloß noch, bis die Tränke ausgelaufen sind und dann. Ja, dann. Hagelt es dann wieder, ja, Dislikes, aber ja, muss euch offen ehrlich sagen, wenn man so, naja, ich sag nicht mehr. Ja, gut, ja, und das, nee, habe ich auch nicht, werde ich auch nicht machen. Die Spendenaktion starten oder hin oder her, aber nicht, nee, sowas nicht. Ihr habt es alle gelesen, ihr habt es alle gesehen, also nee, das muss nicht sein. Bin gerade sehr enttäuscht, wie man sowas ausnutzen kann oder ausnutzen will. Nicht uncool. Finde ich echt uncool. So, 2 Level brauchen wir noch. Haben wir die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch. Ich glaube noch 2 Videos. Oder noch 3 Videos, sag ich mal. Weil jetzt mit den Schreiben, schade. Ich hätte jetzt gerne. Ja, die Tränke laufen ja dann in 6 Minuten aus. Weil ich ja noch geschrieben habe. Und ja, ich werde mich dann demnächst gar nicht mehr an Chat melden, wenn ich Videos mache, weil dann kommt sowas raus und das finde ich uncool. Und ja, leider wird das dann, wenn solche Spieler dann da sind, negative Bewertung auf den Server. Ja. Der Server kann nichts dafür, sag ich mal, weil es gibt, weil
Aber wie gesagt, ich schneide das echt nicht raus, dass ihr das wirklich seht, dass es echt sowas gibt. Und ja, gut. Wenn es jetzt zum Beispiel wirklich nur dein Mann wäre, ja, dann hätte man nämlich per E-Mail angeschrieben. Und dann hätte man mal ein Spendestream machen können und so, aber das war jetzt, ja. Gut, das hat sich jetzt über drei Videos hingezogen. Ja. Eigentlich über zwei. Was, über zwei oder drei? Ja. Keine Ahnung. Ich bin jetzt so genervt der Sache, dann bin ich froh. Aber ihr habt es alle gelesen. Also ihr habt alles gelesen und es ist und so. Dann macht Pause. Drückt doch. Auf Pause, lest euch das noch mal alles durch. Und ja. Gut. Wir spielen jetzt noch ein bisschen als hier. Ja. Schöne Runen kriegen wir. Ah, schade, dass wir uns wahrscheinlich die 73er Waffe nicht kaufen können. Die 173er meine ich. Noch nicht. Wo kriegt man dann das vielleicht hin, dass man solche Bosse down kriegen? Mit der Waffe jetzt meine ich. Muss natürlich mein Handy wieder gehen, ne? Ich bin gerade, ja, ich sag nicht, dem abgehakt. Wir zocken jetzt weiter hier. Ja, noch 2 Minuten. Da machen wir echt Schluss heute. Fast semmelt die Igni. Ja, wird ein kurzes Video, also noch 2 Minuten. Oh, ich hab. Nachdem habe ich keinen Bock. Außerdem werde ich dann die nächsten Videos dann quasi dann später noch aufnehmen und dann hoffe ich ein Cash gebuddelt haben, dass wir uns dann wieder ein neues Zeug holen können. Also, bitte nehme ich keine Video. Ja, ist schon oder bald versemmelt gewesen, ne? Die. Und gleich. Die Igni. So, was haben wir an Gulde gesammelt bis jetzt? Ja. Aber es reicht immer noch nicht. Wir brauchen noch das Doppelte. Das, was ich gesehen habe, für so ein ungeplustes Dual.
Zum Glück kann man ja hier dann hier noch ein bisschen Gold farmen gehen. Oder kann man das dann in die alten Belfast-Tempel? Weil da kann man ja auch rein, aber ich glaube, das war dann bloß für irgendeine Quest oder so. Ich hatte da bloß mal vorher ein bisschen reingeguckt. Ja, jetzt, da, mach doch down. So, müssen wir schnell hier hoch. Läuft alles ab. Nice. Nein, nicht nice. Nein. Gut, ihr Lieben, ja, wie ihr sagt, ihr habt es in den letzten Folgen mitbekommen und ja. Uncool. Und ja. Ich würde sagen, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes und bildet euch selbst ein Bild davon. Alles klar, mega Daumen an euch und tschüss.